So, meine Lieben, da sind wir. Ich habe so ein bisschen andächtige Musik reingemacht. Das ist kurz vor Weihnachten. Wir besiegen die Dortmunder, meine Lieben, im Pokal, im DFB-Pokal. Und man muss dazu sagen, es war ja lange Zeit auf der Kippe gestanden. Ne? In der zweiten Halbzeit gab es noch den Ausgleich. Und dann ist das Furioso, das Inferno ist gestartet. Und auch wieder einmal Manuel Farona Pulido, bitte, wo will der Junge denn hin? Schießt in jedem Spiel, in das er reinkommt, schießt er ein Tor. Das ist so unglaublich, unglaublich, wie der Junge drauf ist. Grandios. Heung-min Son mit einer 1-0 haben wir wieder einmal gesehen. Das ist der Spieler, wurde in der Winterpause, oder jetzt kurz vor der Winterpause ja von den Mannschaften oder von den Zeitungen als Weltklasse-Spieler bezeichnet. Und das ist er auch, das ist er auch. Ne? Also wenn du Dortmund so auseinander nimmst, ne, gerade hinten. Oh, Gottes Willen, ich bin begeistert. So, okay. Konzentration müssen wir jetzt bewahren. Gucken mal, auf wen wir als nächstes treffen. So, was sagen denn die Dortmunder? Die Chancen zum Sieg waren heute da. Aber wir hatten ein bisschen Pech im Abschluss und hätten da vielleicht ein bisschen cooler sein müssen, sagt Perisic. Und ich sag, Van der Vaart ist heute vorne weggegangen und war der überragende Leader der Mannschaft. Wegen solcher Vorstellungen ist er unser Mannschaftskapitän. Ja, ja, starke, starke Vorstellung. Auch, ja, auch von Raphael Van der Vaart, ne, ganz klar. So. Nun bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wer ist noch drin? Nur noch Bundesligisten sind drin, alles klar. Dann wird es ja wahrscheinlich spannend. Dann fangen wir an hier mit der Auslosung. Also muss ich auf Start drücken? Ja, alles klar. Wen kriegen wir? FC Bayern München spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Okay, die Bayern sind schon mal raus, das ist schon mal gut. Alles andere ist, glaube ich, halbwegs machbar. Schalke wäre auch undankbar. Leverkusen haben wir schon geschlagen ordentlich. Da können wir es gehen. Jo, alles klar. Leverkusen ist machbar für uns. Das ist ein gutes Viertelfinale. Das ist eine gute Auslosung. Da können wir echt was reißen. Zumindest wenn die noch genauso schlecht sind wie zuletzt in der Liga. Lieber hätte ich ja gegen Nürnberg gespielt oder gegen Gladbach. Aber so ist es jetzt eben doch. Leverkusen, alles klar, meine Lieben. Es bleibt packend, spannend bis zum Schluss. Aber was für ein genialer Sieg gegen Borussia Dortmund. Das kann mir doch keiner erzählen. So. Senkrecht startet der Saison. Serge Gnabry ist drin. Manuel Farona Pulido ist drin. Und Heung-min Son ist auch mit drin, ne? Von der 73 auf eine 76. Holzhauser wäre auch nochmal interessant für uns, ne? Holzhauser. Ja, die Stuttgarter haben schon eine komplette Mannschaft, ey. Ich weiß gar nicht, warum die da unten so schlecht spielen. Oder so weit hinten spielen. Also, ey, wir haben so viele Stuttgarter im Blickfeld. Unglaublich. Güttler von 57 auf 60 ist ein Torwart, Leute. Naja, das bringt ja nichts. Martinovic von Wolfsburg. Defensives Mittelfeld. Ach, Dynamo Zagreb. Ah, naja, schön. So. Oh jetzt, oh jetzt. Heung-min Son erzielt eine Hattrick. Das gegen Borussia Dortmund. Genial. Es ist, wie gesagt, momentan halt einfach unsere Zeit. Es ist ein unglaublich stabiler Saisonauftakt. Bisher die gesamte Hinrunde war stabil und grandios und Weltklasse. So kann es weitergehen, ganz klar. So, wir müssen aber wieder ein bisschen die Kontenance bewahren, denn wir haben noch 18 Spiele vor uns, 16. Da müssen wir schauen, ne? Also da müssen wir jetzt echt, 17 Spiele müssten es sein, oder? Ach, was weiß ich, ist ja wurscht. Ja, noch ein Haufen, die ganze Hinrunde halt noch. So, riskante Ansprache war erfolgreich, sehr schön. Pokalprämie 1,4 Millionen. 1,04. Müssen wir schon da bei der Wahrheit bleiben. Ach du heilige Güte. Ach du heilige Güte. Guck dir mal die Mannschaft an, Leute. Euphorisch. Adler. Heung-min Son euphorisch. Pulido euphorisch. Na, der hat es aber auch verdient, ne? Also, der Kerl ist ja der absolute Oberburner. So, da gehen wir doch mal in die, ins Training. Ne, wir gehen in Teamdynamik. So. Pulido ist Newcomer absolut hier. Vom Team akzeptiert. Warum ist im Team ohne Rückhalt? Warum? Was ist mit Serge los? Warum mag ihn keiner?
Warum mag denn den guten Serge keiner? Spielermatrix. Wo haben wir denn Serge Gnabry? Da ist er. Was ist da los? Haben gemeinsames Ziel, alles gut. Ja, so, ja und? 2. Fokus auf Fitness, alles klar. Ah, der hat doch gar keine Probleme. Naja. Ja, gerade dazugekommen, wahrscheinlich deswegen. Ach, du liebe Güte. Verbündete, Son und Skjelbred, ach du Scheiße. Unfaire Gehälter. Unterschied 100%. Ja, ich würde ihn ja ganz gern verkaufen. Für 1,3 Millionen, ne, was du damit machen kannst. Zum Verkauf. Marktwert nur noch. Oh Mann, ey. Wo krieg ich Droppen noch weg? Wir gucken mal. Spiele anbieten. Das war ja immer über. Das war mal über diese Anzeige. Über diese geht es besser. Aktion. Vertrag. Spiele anbieten. Da ist es. Spielagenten beauftragen. Da muss einer finden, sich finden lassen für Droppen. So, Ah, Polido, ey. Der Typ ist so da abgefahren. Gottes Willen, der Typ, geil. Okay, so, meine Lieben, Teamdynamik mal reingucken. Gucken wir nochmal fix rein. Ansonsten ist ja alles soweit in Ordnung. Hierarchie sieht gut aus. Bräuchten hier noch ein bisschen einflussreiche Spieler, bräuchten wir noch, aber es kann ja noch werden. Statistik, Versprechen. Rootnefs. Im nächsten Ligaspiel von Anfang an dabei. Jiraschik. Kann ich das auch sagen? Saison sehr verbessert. Mit wem kann ich noch sprechen? Mit Tesche spreche ich auch wenig. Du hast gut trainiert. 3 Moralpunkte. Westermann. Westermann wird schnell wieder fit. Meine Entscheidung für einen Kapitän ist in dieser Saison gefallen. Du musst das akzeptieren. So. Der Spieler sieht das ein. Er verliert aber noch einmal 3 Moralpunkte. Er setzt sich aber jetzt ein anderes Ziel. Ah, sehr schön. Wo war denn das nochmal mit diesen... ja, genau. Wo waren denn die Verrückten, die... Fehlende Ziele. Ja, bei Jansen würde ich ganz gerne mal andere Ziele sehen. Geht wieder nicht. Habe ich jetzt zu. Ja, geht leider nicht. Habe ich jetzt gerade verkackt, weil ich jetzt zu viel gesprochen habe schon. So, meine Lieben. Weihnachtsfeier steht an. Aber wir müssen ja noch. Trainingslager haben wir schon. Trainingslager angelehnt? Muss ich noch machen. Gott. Gottes Willen. Schöne Weihnachtsfeier. Frische Punkte gehen verloren, das ist nicht so wichtig. David Gottschling erreicht neues Trainingsziel, Ausdauer. Hat auch Trainingsziel erreicht, Antritt. Was hat er denn gehabt als Trainingsziel? Torriecher. 69 schon, super. Da macht er bei Antritt weiter, okay, sehr schön. Dann drücken wir das mal nach unten und bringen das dann hier auf 72. Was er geschafft hat, dann immer auf 72, sehr schön. So, Transferstatus ändern. 37.000. Unverkäuflich. Vorerst mal. Mal gucken, wo der noch hin will, ne? Da schauen wir nochmal. Kein Verein an Dropni interessiert. Wie alt ist Polido jetzt? Der ist auch schon 19, ne? Ist auch schon wieder ein bisschen älter. Also ein bisschen. Jetzt ist nicht alt, aber... wenn so eine Stärke haben auch Spieler mit einer... Sag ich mal, mit 17 teilweise schaffen die das schon, ne? Dahin zu kommen. Also, wie so ein Megatalent, weil ihm die Talentpunkte einfach auch fehlen, ne? Ist auch wieder so ein Punkt. Muss man auch mal einsehen. So. Gucken wir nochmal in die zweite Mannschaft rein. Ob die zurechtkommen. Steinmann spielt da jetzt. Wie waren die Ergebnisse zuletzt? Zuletzt haben wir ja gewonnen, ne? 2-0 gegen Meppen, alles klar. Super gemacht, Jungs. Ach, habe ich noch kein Trainingslager gemacht? Mensch, glaube ich zumindest nicht.
So, Kalender. Und zwar, wo gehen wir denn hin? Wir gehen über Neujahr, gehen wir jetzt ordentlich schön am 27. Teamgeist, Mannschaft. So, liebe Leute, da gab's eine traurige Bekanntmachung gleich an der Stelle. Ach, ein Absturz. Ich wollte gerade das Trainingslager einstellen, ihr habt's gesehen. Und dann hat sich's verabschiedet. Jetzt habe ich nochmal neu gestartet, schnell. Ja, dachte, ich habe gespeichert. Ärgerlich. Muss man also an der Stelle immer schön speichern nach guten Ergebnissen. Wir haben jetzt noch, ich habe jetzt nochmal schnell so Wortberechnung gemacht gegen Dortmund. Wir haben in der Verlängerung 2-3 gewonnen. Und das ist die neue Auslosung im DFB-Pokal. Nürnberg ist ja schön, aber ein bisschen blöd. Ne? Auch hier jetzt so weitergemacht gegen Leverkusen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wie die Aufnahme war. Auf jeden Fall habe ich nicht gespeichert. Jetzt mache ich's und dann müssen wir diesen kleinen Zwischenbericht nochmal neu machen. Bis hin zur Trainingslagerplanung. Tut mir leid. Also, wie gesagt, abgestürzt. Das sind noch so kleine Kinderkrankheiten vom FM13 wahrscheinlich. Ach ja, ärgerlich. Aber gut, ich denke mal, verzeiht. Ich kann es ja nicht ändern. Was soll ich machen, ne? Habe halt nur nicht auf Schnellspeichern gedrückt. Somit haben wir jetzt eine neue Auslosung. Wir spielen gegen Nürnberg im Viertelfinale. Ist ja sogar ein bisschen schöner, ist ein bisschen einfacher, aber nicht gewollt an der Stelle. Von daher würde ich sagen, machen wir weiter. Ich gehe schnell zu dem Punkt, wo wir gerade eben waren. Stell alles nochmal so schnell ein, was ich in Erinnerung hatte, was ich eingedüdelt habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder am 28. Dezember ungefähr. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe mal, jetzt habe ich zumindest mal gespeichert. Es lief ja nicht ganz so gut. Dieses 4-1 war ja so schön zu sehen. Es tut mir leid, Leute. Schade, dass wir das Ergebnis nicht so mitnehmen können. Es waren 2-3 in der Verlängerung. Zusätzlich noch eine Verletzung von Diekmeier bis Neujahr, bis zum 2.1. Gut, schmälert so ein bisschen diese tolle Angelegenheit, aber ich denke mal, nach 2-3 Folgen haben wir es auch wieder vergessen und freuen uns dann viel eher über die Pokalzulosung von Nürnberg. Obwohl das ja auch noch nicht gewonnen ist zu Hause, ne? Gut, okay, alles klar. Auch die insgesamte Leistung, die gesamte Moral war bei den Jungs auch alle wesentlich besser nach dem 4-1 über Dortmund aus unserem 3D-Spiel. Okay, meine Lieben, so, wir machen jetzt das Trainingslager, das ist wichtig. Hoffentlich klappt es jetzt nicht, dass es wieder abschmiert. Und zwar wollte ich hier am 28. Mannschaft, ja, jetzt geht's. Da hat er sich eben aufgehangen, ist ja sehr ärgerlich. Gucken wir mal, was wir hier, ach Gott, wie viel Trainingslager es hier gibt. Irgendwas Schönes würde ich ganz gerne machen. Sasaria, hier, schön, ja, auf Korsika. Ist doch immer gut, 14 Tage. Das machen wir. Korsika. So, Team, erste Mannschaft. Dann würde ich ganz gerne auch nochmal einen Spieler, und zwar Manchien oder Rajkovic. Ich meine, irgendwann kommt auch Westermann wieder. Was trainiert er denn aktuell? Trainingsziele. Wir gucken mal, Kopfball. Das wird aber Ecken mal ein bisschen besser werden. Sprungkraft. Mal ein bisschen nach oben. So. Okay, sehr schön. Das gleiche könnten wir bei Manchien auch mal schauen, ne, wie er da steht. So, Kopfballpräzision 79. Ist gar nicht so schlecht. Aber er steht ja auch nicht vorne. Wir haben nur einen nach vorne geschickt. So. Gucken wir mal, wer schneller da eben vorankommt. Dann gucken wir mal, wie Van der Vaart die Ecken schlägt. Ob er das noch... Oh Gott, der hat ja alles grün hier. Brutal. Ja, Ecken übt er noch. Torriecher. Ja, dann können wir noch ein bisschen nach oben schrauben. Ecken und Freistöße. So, dass wir da ein bisschen gefährlicher werden. Fände ich toll. Großes Lob. Deine Mannschaftsführung ist klasse. Das sage ich ihm. Okay. So, dann können wir ja weitermachen. Ah, ist ja ärgerlich. Ein bisschen. Gut, aber gut, jetzt haben wir es hinter uns. Jetzt spielen wir erstmal gegen Karlsruhe müssen wir auch noch. Teamwork ein bisschen nach oben schrauben. Ah, Taktik ist schon alles super. Feldspielerfähigkeiten, geistige Fähigkeiten, 7. Individuelle Fähigkeiten finde ich noch ganz wichtig. Dann können wir dabei Taktik ein bisschen runter. Fitness sind ja auch alle immer relativ gut dabei. Das passt eigentlich. Da können wir nochmal ordentlich zulegen jetzt hier an Trainingseinstellungen. So, wir müssen ja der zweiten Mannschaft ja auch noch ein Trainingslager gönnen. Denn Polido ist wieder in der zweiten Mannschaft. Ja, das erstmal, das war nur so eine kleine Stippvisite, die er erfolgreich gelöst hat. Aber ich denke mal, ist doch ganz gut, dass er da hinten weitermacht. Da gucken wir doch nochmal rein.
So, dann brauchen wir hier wieder einen Spieler. Und dann gucken wir mal in der zweiten. Ich denke mal, der wird sich auch trotzdem noch wohlfühlen. Genau, super. So, für Rommel ist er wieder drin. Und dann schicken wir die Jungs hier auch mal ins Trainingslager über Weihnachten. 26 Tage, das ist ein bisschen viel, ne? Machen wir mal so, ungefähr so. Und dann auf nach Mallorca oder was? Bisschen spannend, in Syrakus, Sizilien, Griechenland. Eigentlich ist das ziemlich teuer, ne? Da die Jungs. Wir schicken sie hier nach Walchsee. 18 Tage. Oh, mal ruhig. 20 Tage, so. Kostet uns ein bisschen mehr. Ah, ne, mach, komm. Ja, was jetzt? 15. Ach. Jetzt haben wir es doch auch. Jetzt können wir es doch ausgeben. So. Das gleiche gilt natürlich auch für die Jugendmannschaften. Über den Winter gehen die alle ins Trainingslager. Ja, die schicken wir jetzt mal ein bisschen bei uns hier, Schwäbisch Hall, ein bisschen um die Ecke. 19 Tage, alle Jugendteams schicken für 52.000. Da geben wir nochmal ordentlich Geld aus, da geht das ganze Geld flöten. So. Ah, ein paar neue Spieler hier am Start. Oberländer, Spielerinfo. Details, was macht er denn so? Rechtes Mittelfeld, rechts außen, kann Ball halten. Dann doch lieber rechtes Mittelfeld, alles klar. Muss aufgestellt werden. Probieren wir es zumindest mal. Bevorzugte Position, RM. Mentor. Wir gucken mal, was er für Trainingsziele hat. So. Ballkontrolle. Kann er ruhig mal auf Ding bringen. Dribbling, Schusskraft. Ich würde sagen, einfach so kurzer Pass. Solche Sachen mal, solche stabilen Werte müssen mal nach oben gebracht werden. So wie Zweikampf. So. Da legen wir einfach mal eine 65 überall fest. Eine 66 sieht ja auch ein bisschen nach mehr aus, ne? So, alles klar. Mentor aktuell ist Arslan. Passt ganz gut. Da haben wir noch ein paar Jungs. Olaf Schenker ist noch 15. Ja, da brauchen wir noch nicht so viel. Hier können wir nochmal gucken, bei Brinkmann ist Torwart. Da haben wir auch wieder so viele, ne? Gut, ja, den können wir hier nach Hause schicken. Mancios. Also ganz untalentiert ist dann auch blöd. Steinberg ebenfalls. So. Eine gewisse Qualität wollen wir erhalten. Sehr schön. Okay. Okay. Jetzt müssen wir mal langsam mal schauen. Warum ist denn bei uns keiner dabei? Das ist eine Frechheit. Ne? Das ist eigentlich so eine Frechheit. Also eigentlich hätte doch einer von uns dabei sein müssen. Alle Führungsspieler müssen in ihrem Team voll akzeptiert werden. Werden sie auch. Super. Arslan hat eine Wadenzerrung. Oh, da bin ich mal gespannt jetzt. Die ist natürlich ganz spannend. Jansen, gute Leistungen. Dickmeier, Stellungsspiel verbessert. Oh, jetzt kommt's. Gute Leistung? Nur gute Leistung, schade. Mancien, gute Leistung. Stellungsspiel verbessert. René Adler, sehr gute Leistung. Oh Gott, Gottes Willen, ey. Alle. Gute Hinrunde. Gute Leistungen. Serge Gnabry. Oh, sehr schön. Oh, schade. Nun die Reserve. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Labus. Stellungsspiel verbessert. Ja, der habe ich noch nicht so viel gesehen von ihm, ja. Das war's. Schade. Wo ist Pulido? Schade, dass das ihn nicht erwischt hat, ne? Spielverbesserer. Spielerverbesserer. Alles klar. Lass sich mindestens 5 ihrer Spieler bei den Auf- und Abwertungen verbessern. Haben wir geschafft, locker. So, Trinks ist auch da. Akzeptieren die 15. Wadenzerrung, auslaufende Verträge. Oh ja, da müssen wir noch mal ein bisschen reinschauen, ne? Wenn wir da noch... Oh, Polino. Polino läuft aus. Oh, wei, oh, wei. So. Alles klar. Nun gucken wir doch mal, was hier los ist. Arslan, ja, da muss Tesche rein. Dann, nehmen wir mal in die zweite Mannschaft. Da müssen wir jetzt ein bisschen taktieren, weil jetzt ist auch das gute Ding da, der Trinks. Aktion, Spielergespräche. Herzlich willkommen. So, Trinks, wir haben, wo könnte er denn Gas geben, Trinks? 67... Ja, ich würde sagen, hier so ZM, ne? ZM, DM.
Ja, Details. So, Karriere, Transfer, Vertrag, Trainingsziele. Rechter Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler. Und dann, oh, der hat schon gute Werte, mein lieber Schieber. Wo haben wir denn die Pässe? Da. Lange Pässe. Zweikampf. Das war das Wichtigste, da wäre ich ganz gerne weiter oben. Ja, 79 reicht mir da erstmal. So. Alles klar. Und dann, Andeckung geht bei ihm gar nicht. Ja, da ist er nicht so, der ist doch schon eher der offensive Spieler, ne? Beweglichkeit ist gut, ist alles gut. Wie ist denn Schnelligkeit bei ihm? Da haben wir es immer gesehen. Schnelligkeit. Ah, da kann man Freistöße üben. So. Eieiei, so, dann müssen wir echt schauen, wie wir ihn zurechtkriegen. Florian Trings. So, da kommt mal rein für Sven Schaal. Details. Ich sag mal, er muss aufgestellt werden, der zweiten. Irgendwie. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? War das hier nicht irgendwo? Muss aufgestellt. Da ist es doch, genau. Ne, der kann schon mit der ersten trainieren. Dann machen wir mal rein. So. Trinks. Chigan, Lahm und Salah sind beide gut. Wir haben echt einen Haufen gute Spieler, ne? So langsam müssen wir uns da Gedanken machen. Wohin mit den Jungs? So, Katscha raus, Trinks rein, ZM. Und dann, wer fehlt denn noch? Bruma haben wir da noch. Aber Sternberg, wie macht der sich denn? Ja. Auch ganz gut, ne? Passt eigentlich alles gut soweit. Ja, lassen wir mal laufen. Oh Gott, der Kader ist aber viel zu groß. Da müssen wir mal schauen. So, also rein in die Verträge. Und zwar, zweite Mannschaft. Was läuft hier noch aus? So. Sova läuft aus. Eigentlich schade. Linksverteidiger würde ich ganz gerne halten. Jetzt geht's. Okay, sehr schön. Wir verhandeln mit ihm. 130.000. Amateurmannschaft verpflichtet. So, da können wir ein bisschen erhöhen auf 300. Anteil am Verkauf, geben wir ihn auch mal 2%. Option für Verein, Option für Spieler. So. Kein Fall genehmigen. So, so vielleicht. Schon besser. Okay, so war haben wir dann. Sternberg in der Innenverteidigung. Ja, da sind wir noch nicht so dick beseitigt, würde ich dann auch nochmal reinnehmen. Passt sich verbessert, sage ich ihm. Bleibt unverändert, aber zumindest mal mit ihm gequatscht. Ja, aber auch nicht so teuer das ganze Jahr, das geht. 95 mache ich draus. Maximal 3 Jahre Laufzeit. Ja. Amateurmannschaft verpflichtet. So. Gucken wir mal. Ja, da kann er ruhig 250 kriegen. Zu Null-Bonus geben wir ihn auch, die 1000. Ja, 1100 Euro, schon viel, ne? Zu Null-Bonus. So. Machen wir 700 Euro draus. Ja, gehen sie gleich mit. Pulido, so. Aktion, Vertrag. Vertrag verlängern. So. An das Team herangeführt, wenn das geht. 4 Jahre. 105.000 Euro. Von hier erwarte ich mir einfach so viel. Dann Auflaufprämie. 300. Torprämie. Machen wir 500. Verein noch ein Jahr. Gehaltskürzung bei Abstieg. Anteil am nächsten Verkauf. Vielleicht nochmal 2%. Ja. Ja, kommt, tut nicht weh. Na, geht's durch?
Nee. So, dann müssen wir ihn doch Amateurmannschaft verpflichten. Geht auch nicht, okay, dann müssen wir hier mal ein bisschen was rausnehmen. Verkauf, Option für ein Jahr, Gehaltskürzung. Torprämie, dann gehen wir ein bisschen runter auf 100.000. Auf 90 wieder. Gibt's ja gar nicht. 3 Jahre. Irgendwo hängt's. Torprämie raus. Boah, Gottes Willen. So. Oh, Gottes Willen, die verlängern den Vertrag nicht, die Schweine. Warum denn nicht? So? Nee. Wir machen mal draus. 75.000. Wieder die Auflaufprämie rein von. Lassen wir sie mal raus, oder? Na, Torprämie können wir ja eigentlich geben. 100 Euro. Na, jetzt aber. Was ein scheiß Vorstand. Er will's einfach nicht. Jetzt haben wir's. Oh, war zu viel, 100.000 für ihn, ne? Krass. So, Bergmann. Ah, es wird schwierig, ne? Es sind noch ein paar Kandidaten. Ich guck mal gerade nach Stärke. Für die stärksten Jungs. Ja, Bruma geht ja sowieso. Mikkel würde ich eigentlich auch verlängern. 330.000 kriegt der aktuell schon. Sven Neuhaus nicht. Sova haben wir probiert. Puh. Demelt haben wir da noch, dann brauchen wir Mikkel aber auch bald nicht mehr, ne? Wir gucken mal, wir bieten ihn mal an. Für 150.000. So. Sternberg. Kelbel. Ich versuche mal noch ein bisschen Spieler loszuwerden, Leute. Marktwert. So. Detmann Gaudenz. Henrik Detmann. Spieler anbieten. Ich müsste was finden lassen. So, Kevin Ingreso. Der ist ganz gut anscheinend. Aber auch wieder OM. Bieten wir auch mal an. Wir haben nicht so viel Platz. Wir müssen noch ein paar Jungs loswerden. Bevor die wir gar kein Geld für die kriegen. Alle Forderungen auf aktuellen Marktwert. Minimal Ablöse senken. Und dann gucken wir mal. So. Dann müssen wir noch ein Probetrainingsspiel machen, ein Trainingsspiel. Klimper, Klimper, auf geht's, los, auf geht's, Winterpause zieht sich wieder. So. Sehr schön. Ja, komm, ein bisschen was musst du schon hinlegen, Keule, komm, bisschen. Ich nehme nur mal hier mit 5%. Dann gehe ich auf 100.000 runter. Gucken wir mal. Oh, die bieten schon. Ah, die, alles klar. Ich gehe auch nochmal 5% und auf 100.000 runter. Die bieten 100. Okay, alles klar. Dann will ich hier noch die 5% am nächsten Verkauf haben. Machen wir 10%. Da sind ein paar. Aber an Kelbel, Detmann und Greso ist kein Schwein interessiert. Alles klar. Eieiei, oh, was ist denn hier los? Meine Fresse. So, also. Toivonen. Unsere ganze Beobachtungsliste ist auf der Transferliste. Toivonen. Was kostet der? Wie viel haben wir? 3,5 Millionen.
Joa, 7,8. Dries Mertens von Eindhoven. Ja, das kannst du alles vergessen. 8,8 Millionen. Wir haben das Geld nicht. So, Nasing. Eindhoven auf Transferliste gesetzt. Wow. 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 Oh, 11,7 Millionen, woher? Bruder ist... Ah. Bruder ist Ralf van La Parra. Aha. Mhm. Interessant. Okay, Oh nein, doch nicht. Wijnaldum, bitte, bitte verkauft ihn nicht. Ah, der Vertrag läuft bald aus, ne? Mann, Mann, Mann. Du solltest nichts unterschreiben, ohne mit uns zu sprechen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist echt bitter, ne? Okay, Norgard, Kaufangebot. Oh, Kashiba. 155.000, was ist er wert? Ein bisschen wenig, ne? Leute. Verhandeln wir. So, Diekmann jetzt wieder fit. Schwache Fuß. Mick in Regensburg unterschreibt neuen Vertrag. Sova Sternberg, Polido unterschreibt auch. Ria Zantsev unter Transferliste. Morata Transferliste. Arsenal wieder fit. Torsland gescheitert. Chung-Yong Lee verlängert bei Bolton Wanderers. Martin Hinteregger. Ingreso interessiert. Robert Tesche fällt aus. Bluterguss. Okay. Jelle Fossen. Von Genk. Norgard. Ja. Ja. Ja, gutes Geld. Aber gut, ist ein bisschen wenig, ne? So Eigengewächs. Du hast dich in der Saison sehr verbessert. Drei Moralpunkte nochmal. Ja, er ist schon 59. Mit 18. Mhm. Den will ich schon ganz gerne noch ein bisschen halten. Ehrlich gesagt. Da müssen wir nochmal in die Verträge gehen, in die zweite Mannschaft. Und zwar die Ablöseforderungen erhöhen. Überall. So, Norgard. Ja, alles klar. So, Heidewitzka. So, Tesche ist verletzt. Arsenal wieder fit. Diekmeyer wieder fit. Sehr gut. Da muss man mal überlegen, wen nimmt man jetzt schon mal von der Jugend mit in die erste Mannschaft? Um sie weiter auszubauen. Da sind da ein paar Akteure da. Die gehen auf jeden Fall. Und ein paar nicht. So, Aktion. Transferstatus ändern. Marktwert. Oh Gott, ist der geschrumpft. 850.000. 1,3 Millionen verdient er. Du Scheiße. 500.000. Katscha loswerden. Aktion, Vertrag, Spieler anbieten. Okay, Rincon eigentlich auch gleich. Aktion, Transferstatus ändern. Ja. So. Rincon. Vertrag, Spieler anbieten noch. Okay, dann schauen wir mal. Aber was passiert? Ich habe noch kein Testspiel gemacht. Mensch. So, wo haben wir denn hier die... Ich hoffe mal nicht, dass Wijnaldum hier auf einmal auftaucht.
So, Ringkorn, alles klar. Boah, da sind ein Haufen Vereine interessiert. Ja, 57.000, ne? Jo, weg. Hauptsache weg. Forderung stellen. Düsseldorf, Forderung stellen. So. Die UAE machen wir gleich mal. Wir wollen ihn ja halten. So. Norgard ist gescheitert, sehr schön. Forderung stellen. Forderung stellen. Pauli. Köln. Mickel ist weg. Eidewitzka, meine Lieben. Ja, alles klar. Muss er sich entscheiden, dann wohin er geht. Hauptsache, ich hab die weg. Wisst ihr, was ich meine? Hauptsache, wir verdienen mit denen noch ein bisschen Geld. Mal halten oder auf die Spieler aufbauen will ich sowieso nicht. Boah. Gucken wir mal. Übersicht von Gnabry verbessert. Reaktion von Berg, Schusskraft von Rudnevs. Schön. Schön. Ja,